sein? Non, Monsieur. Das ist ausgeschlossen. Eine ihrer Tänzerinnen steht draußen auf dem Gehsteig und sucht nach ihrer Kontaktlinse. Sie ist verzweifelt. Wollen Sie nicht hinausgehen und ihr helfen? Ich bin ihr unabkömmlich, Monsieur. Es wird sich schon Hilfe für Sie finden. Wer sind denn die beiden Herrschaften dort drüben? Das sind George und Julia Ocean, sehr treue Gäste unseres Hauses. Die beiden scheinen sich zu streiten. Oui, Monsieur. Ich hoffe nur, dass die beiden nicht noch lauter werden. Sonst muss ich hinübergehen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich schätze die Oceans sehr. Aber ich möchte nicht in Monsieur Oceans Haut stecken. Madame Ocean ist sehr eifersüchtig. Eine bildhübsche Frau, aber von großem Temperament. Sobald sie den kleinsten Verdacht hat, explodiert sie. Ich verstehe. Auf Wiedersehen. Au revoir, Monsieur. Ein Schlüssel mit einem Anhänger, auf dem Royal Flush Penthouse steht. Ich habe auf die Karte geschaut. Sie stand nur zufällig da. Monsieur, bitte zwingen Sie mich nicht, Sie des Hauses zu verweisen. Ich führe keine Selbstgespräche. Nun, zumindest... Ich habe auf die Karte geschaut. Sie stand nur zufällig da. Das ist die Glocke, mit der man den Concierge herbeirufen kann, falls er gerade abwesend ist. Wer ist diese Louise, die ständig anruft? Feuerwerkskörper. Ich nehme an, damit werden die Glücksspielautomaten befüllt, um den Gewinnern eine Show zu bieten. Er ist ganz vertieft in seine Schrauberei am Automaten. Ich pflege fremden Männern nicht am Hintern herumzukrabbeln. Ich lasse ihn besser in Ruhe arbeiten. Ein einarmiger Bandit. Einer von Tausenden in Las Vegas. Der Arm des einarmigen Banditen, an dem der Handwerker gerade arbeitet. Und was ist mit Rosalie? Sie ist meine Mutter. Der Rufknopf für den Aufzug. Und was ist mit Rosalie? Sie ist meine Mutter. 1. bis 10. Etage. Um zum Penthouse zu gelangen, benötigt man einen Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel, um zum Penthouse zu fahren. Hättest du die Tänzerin draußen noch offensichtlicher begaffen können? Ich habe auf die Veranstaltungsplakate geschaut, Schatz. George Ocean. Er erinnert mich an jemanden. Die beiden scheinen beschäftigt zu sein. Und was ist mit Kali? Sie hat mir... Ich kann noch nicht wegfliegen. Es gibt hier noch einiges zu erledigen. Nein, ich brauche kein Schließfach. Verlockend, aber nein. Die reizende Lola. Und was ist mit Rosalie? Sie ist meine Mutter. Guten Abend.
Bonsoir, Monsieur. Wie gelange ich zum Penthouse? Gar nicht, Monsieur. Unsere Luxussuiten sind... Ich fürchte, Sie werden sich um einen Gesprächstermin... Auf Wiedersehen. Au revoir, Monsieur. Ich hab den Blick gesehen, den du der Dame im Paradiso zugeworfen hast. Die Dame war... Wer ist diese Louise, die ständig anruft? Das ist meine Steuerberaterin. So, jetzt sind alle Schrauben gelöst. Ich kann den Deckel nicht mit bloßen Händen anheben. Ich bekomme ihn nicht richtig zu fassen. Dafür brauche ich... Wie soll das denn funktionieren? Hallo nochmal. Hallo, Mr. Baxter. Können Sie mir helfen, zu Madame Ferraud zu kommen? Ich brauche einen Schlüssel für den Aufzug zu Ihrem Penthouse. Nein, tut mir sehr leid. Da kann ich nicht helfen. Ich muss wieder los. Bis später. Bis später. Und was ist mit Rosalie? Sie ist meine Mutter. Die beiden scheinen beschäftigt zu sein. Ich will sie nicht stören. Ich lasse ihn besser in Ruhe arbeiten. Und was ist mit Kalita, die ich auf Knien vor dir erwischt habe? Mit dem Arm vom einarmigen Banditen könnte ich den Deckel herausheben. Da glitzert etwas. Das könnte die Kontaktlinse sein. Ich habe sie. Die Linse ist da unten ziemlich dreckig geworden. Ich schließe den Abfluss besser wieder. Ich bringe das Werkzeug besser zurück, bevor es jemand vermisst. Die Kontaktlinse ist völlig verdreckt. So kann ich sie ihr nicht zurückgeben. Hättest du die Tänzerin draußen noch offensichtlicher begaffen können? Ich habe auf die Veranstaltungsplakate geschaut, Schatz. Guten Abend. Bonsoir, Monsieur. Haben Sie vielleicht ein Taschentuch für mich? Hachi. Selbstverständlich, Monsieur. Voilà. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Au revoir, Monsieur. Sehr gut. Jetzt ist die Kontaktlinse wieder blitzsauber. Wo war... Hier, bitte, Ihre Kontaktlinse. Sie sind ein Schatz, Mr. Baxter. Vielen, vielen Dank. Keine Ursache, gern geschehen. Ich schulde Ihnen etwas. Wenn ich etwas für Sie tun kann, sagen Sie es mir bitte. Hallo nochmal. Hallo, Mr. Baxter. Könnte ich ein Autogramm bekommen? Sehr gern. Das ist das Mindeste, was ich für meinen Retter in der Not tun kann. Auf welchen Namen soll ich das Autogramm schreiben? Sam. Sam. Das klingt wie der Name eines Hundes. Ich muss wieder los. Bis später. Hallo nochmal. Hallo, Mr. Baxter.
Könnte ich ein Autogramm bekommen? Sehr gern. Auf welchen Namen soll... Henry. Henry. Ich hatte mal einen Hund namens Henry. Auf den Namen wollte er aber nie hören. Nur auf Indiana. Ich muss wieder los. Bis später. Bis später. Du hast der Bedienung ja ordentlich auf den Hintern geschaut. Ich habe auf die Karte geschaut. Sie stand nur zufällig da. Humbug. Manchmal fühle ich... Wer ist diese Louise, die ständig anruft? Das ist meine Steuerberaterin. Wie bitte? Wie soll das denn funktionieren? Und was ist... Den benötige ich nicht mehr. Mal sehen. Ich werfe mal einen Quarter ein. Schau an, ein Quarter. Was für ein Glück. Lustig. Wo warst du gestern Abend? Da war mein Spieleabend. Mit den Jungs. Guten Abend. Bonsoir, Monsieur. Auf Wiedersehen. Au revoir, Monsieur. Wer ist diese Louise, die ständig anruft? Das ist meine Steuerberaterin. Die beiden scheinen Ich will sie nicht... Hallo nochmal. Hallo, Mr. Baxter. Könnte ich ein Autogramm bekommen? Auf welchen? Guybrush. Guybrush. Das erinnert mich an einen alten Freund. Nach seiner Hochzeit ging es aber steil bergab mit ihm. Jetzt hört man gar nichts mehr von ihm. Sehr schade. Ich muss wieder los. Bis später. Bis später. Und was ist mit Kalita, die ich auf Knien vor dir erwischt habe? Sie hat mir nur geholfen, den Fleck auf meiner Hose zu beseitigen. Lola schickt mich, Mr. Ocean. Ich soll Ihnen das hier übergeben. Lola? Sie müssen sich irren. Hier steht, das ist für einen anderen. Hallo nochmal. Hallo, Mr. Baxter. Könnte ich ein Autogramm bekommen? Sie haben aber viele Freunde. Auf welchen Namen soll ich das Autogramm schreiben? Alan. Hier, bitte. Ich muss wieder los. Bis später. Bis später. Ich hab den Blick gesehen, den du der Dame im Paradiso zugeworfen hast. Die Dame war ein Mann, Schatz. Lola schickt mich, Mr. Ocean. Ich soll Ihnen das hier übergeben. Lola? Sie müssen sich irren. Hier steht, das ist für einen anderen. Hallo nochmal. Hallo, Mr. Baxter. Könnte ich ein Auto... Sie haben... Auf welchen Namen? Kenny. Kenny. Ich kannte mal einen Kenny, aber der wurde getötet. Traurige Sache. Ich muss wieder los. Bis später. Bis später.